Hallo und herzlich willkommen zu Teil 3 der 4 Strings Video Bass Lessons. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid und hoffe, ihr habt die Lektion der letzten Woche gut verdaut und seid fleißig dran, eure Griffbrettkenntnis zu verbessern. In dieser Woche möchte ich gerne das Thema Rhythmik anschneiden. Ihr werdet mir sicher recht geben, dass das für uns als Bassisten doch ein ganz schön wichtiges Thema ist. Wir sollen für den Groove sorgen in der Band und dazu muss man natürlich auch ein bisschen trainieren in der Rhythmik. Ja? Ich hatte ja auch schon im ersten Video erwähnt, dass ich festgestellt habe, dass es eine Art rhythmische Fitness gibt. Ja? Wenn ich mich regelmäßig mit dem Thema beschäftige, habe ich für mich immer den Eindruck gehabt, dass ich dann viel grooviger spielen kann, viel entspannter sein kann, mich ein bisschen in der Zeit bewegen kann, was ja der Fall ist in der Rhythmik. Und so ein paar Übungen, die ich da mache, möchte ich euch heute mal vorstellen. Nun, Rhythmik, es ist eben schon angeklungen, hat irgendwas mit Zeit zu tun. Also gutes Rhythmusgefühl bedeutet letztendlich auch, dass man gutes Zeitgefühl hat. Und da liegt natürlich schon die Krux, ja? Denn haben wir nicht. Ja? Also schon mal angeboren haben wir nicht. Ein gutes Zeitgefühl, das kann jeder von uns nachvollziehen. Zum Beispiel überlegt euch mal 5 Minuten auf dem Stuhl des Zahnarztes oder 5 Minuten beim Konzert eurer Lieblingsband. Kommt uns doch ziemlich verschieden vor, diese Zeitspannen, obwohl die objektiv genau gleich sind. Also müssen wir uns irgendwie zu helfen wissen. Wir brauchen ein Hilfsmittel, um Zeit einschätzen zu können. Nun, wenn ich Längen nicht einschätzen kann, zum Beispiel, dann habe ich hier für dieses Hilfsmittel, ja, einen Zollstock und damit kann ich dann sagen, okay, ich messe mal mein Griffbrett aus. Ja, sind 60 cm, wunderbar, wäre ich so aber nicht drauf gekommen. Gut. Und ein Hilfsmittel. Es gibt auch für die Musik ein Hilfsmittel und zwar eine Art akustischen Zollstock und dieser akustische Zollstock nennt sich Puls. Ja? Und wir benutzen Pulserzeuger, nämlich solche Dinger hier, Metronome zum Beispiel, um uns zu justieren in der Zeit. Ja? Ich habe jetzt ein Tempo, hier ist angegeben Tempo von 92 Beats per Minute und weiß jetzt, okay, das sind meine Einheiten, wie auf dem Zollstock meine Striche, habe ich jetzt akustische Signale, mit denen ich die Zeit messen kann. Wir machen aber heute keine Übungen mit dem Metronom. Wir werden heute uns mal das Thema Timing vornehmen und werden das direkt auch mit Schlagzeug machen, was ja viel praxisnäher ist. Nun, Timing, was ist denn Timing? Timing ist definitionsgemäß die Fähigkeit, ein einmal vorgegebenes Tempo beizubehalten. Also nicht schneller werden, nicht langsamer werden. Ja, ihr kennt vielleicht den Fall, wenn man mit einem Schlagzeuger zusammenspielt, der immer schneller wird oder langsamer wird. Das kann einem in Bandkontext ganz schön aus der Bahn werfen. Daher ist das ein wichtiges Thema, nicht nur für den Schlagzeuger, sondern auch für uns. Am besten ist es ja, wenn wir gemeinsam dieses Timing Steady zur Verfügung stellen, auf die dann die Band aufbauen kann. Für unsere ersten Übungen wollen wir den Puls, den wir als Grundlage nehmen, mal aufs Schlagzeug übertragen, denn das ist ja der Praxisfall, dass wir mit einem Schlagzeuger zusammenspielen und nicht mit einem Metronom. Daher erscheint mir das etwas sinnvoller. Also, wir haben 4/4-Takte meistens und damit 4/4-Pulse. Und wenn ich dies auf das Schlagzeug übertrage, dann habe ich Folgendes. Und zwar spielt der Schlagzeuger, wenn wir einmal einen Groove von unten aufbauen, normalerweise auf 1 und 3
eine Bass dran. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ja? Und jetzt kommt dazu auf 2 und 4 die Snare. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Auf die Art und Weise haben wir halt jetzt unseren Puls auf das Schlagzeug übertragen. Ja? Und jetzt kommt noch eine Ebene dazu, die wir allerdings heute noch nicht betrachten. Ich erwähne es nur schon mal. Auf der Hi-Hat oder auch auf einem Reitbecken oder so würde jetzt noch jeder einzelne Puls in kleinere Einheiten unterteilt, sodass ich hier in diesem Fall immer zwei Hi-Hat-Schläge pro Puls habe. Ja? Aber das soll jetzt nicht das Thema heute sein. Wir beschäftigen uns erstmal mit dieser Ebene, also dem reinen auf das Schlagzeug übertragenen Puls, und damit werden wir jetzt in den nächsten Übungen arbeiten. Die Voraussetzung für gutes Timing ist jetzt, dass du einen inneren Puls entwickelst. Das heißt, du musst in dir letztendlich wie ein Metronom den Puls spüren, auf den du dann spielst. Und das kann man trainieren mit der Übung, die ich euch jetzt vorstellen möchte. Und zwar nehme ich mir eine Tonfolge, die ganz einfach sein kann, angelehnt an das, was wir letzte Woche gemacht haben. Nehmen wir einfach mal die ersten vier Töne aus dem musikalischen Alphabet, also A, B, C und D. Und die spielen wir, und zwar jetzt zunächst mal in Viertelnoten, das heißt mit dem Puls zusammen. Also 4 mal A, 4 mal B und so weiter. Und jetzt habe ich dafür einen speziellen Drumtrack für euch vorbereitet, der nämlich immer mal wieder pausiert. Und in dieser Pause müsst ihr weiterspielen und müsst versuchen, das Tempo zu halten. Und wenn das Schlagzeug wieder einsetzt, werdet ihr merken, ob ihr zu langsam oder zu schnell wart, und könnt versuchen, das zu korrigieren. Wenn man das täglich macht, wird man wirklich in der Tat immer besser. Ich habe jetzt hier schon die etwas fortgeschrittenere Version des Drumtracks, denn die Pause wird hier allmählich immer länger. Ihr bekommt im Block die einzelnen Drumtracks, also mit einem Takt Pause, mit zwei Takten Pause und mit vier Takten Pause, separat zum Trainieren. Könnt ihr euch so nach und nach vornehmen. Aber hier mal als Demonstration einmal der Track, den ihr natürlich auch gerne bekommen könnt. Ja, wir haben zweimal Eintaktpause, zweimal Zweitaktepause und zweimal Viertaktepause. Ja, und ich werde jetzt mal versuchen, dazu zu spielen. Mal gucken, wie gut mein Timing ist. Schauen wir mal. Also zunächst mitspielen. Ja, genau auf den Punkt getroffen. So sollte es sein. So, und jetzt kommen zwei Takte Pause. Sauber. Solltet ihr anfangs ein bisschen Probleme haben, dieses Tempo beizubehalten in den Pausen und immer ziemlich daneben liegen, dann habe ich da noch einen Tipp für euch. Versucht doch mal, das Tempo mitzulaufen, und zwar auf der Stelle, indem ihr einfach rechts und links mit euren Füßen auf den Boden tappt. Ja? Und dann
während der Pause einfach weiter euch bewegen, dann bekommt ihr ein körperliches Gefühl für den Puls und das hilft in den meisten Fällen ziemlich gut. Ja? So, jetzt werden wir das Ganze mit längeren Notenwerten versuchen und ihr werdet merken, dass das ungleich schwerer ist. Vorher haben wir den Puls mitgespielt, indem wir die Viertelnoten gespielt haben und damit konnten wir ganz gut ein Gefühl dafür entwickeln, wie denn der Puls dann auch in der Pause weiterzuführen ist. Jetzt spielen wir nur Teile des Pulses mit. Ja, in dem Fall, wenn wir jetzt als nächstes halbe Noten spielen, nur die 1 und die 3. Und das heißt, wir müssen den Rest irgendwie innerlich mitliefern. Ja, und dadurch wird das Ganze schwieriger. Aber durch das Tappen mit den Füßen kann man sich auch dort weiterhelfen. Ich probiere es mal. Ja, und zuletzt, quasi für heute mal die Königsdisziplin, nur noch ganze Noten spielen, ja, also eine Note pro Takt. Wir müssen also fast den ganzen Takt den Puls selbst innerlich fühlen und spielen nicht mehr mit. Das ist richtig schwer, aber auch das bringt uns natürlich weiter. Umso besser wird unser inneres Timing geschult. Thank you.
der nächsten Übung zum Thema Timing und Puls wollen wir nun versuchen, einmal versetzt zum Puls zu spielen. Und dazu müssen wir zwei Begriffe einführen. Und zwar, wenn ich hier den Puls habe, also meine Viertelnoten hier in unserem Viervierteltakt, dann kann ich ja so wie eben mit dem Puls spielen, also immer genau dann, wenn der Puls auch erklingt. Oder, und das wollen wir als nächstes üben, zwischen den Pulsen spielen. Also immer genau in der Mitte zwischen den zwei Pulssignalen. So, und dafür gibt es Begriffe. Wenn ich mit dem Puls spiele, spiele ich on beat, also auf dem Beat. Beat ist das englische Wort für Puls. Ja? Und wenn ich zwischen den Pulsen spiele, dann nennt sich das off beat. Und das soll jetzt in unserer nächsten Übung trainiert werden, das On-Beat- und Off-Beat-Spiel. Wir wollen uns On-Beat und Off-Beat aber erstmal separat betrachten. Wir wollen das mal fühlen lernen. Das ist nämlich das Wichtigste überhaupt, dass wir das fühlen können und am besten körperlich empfinden. Und deswegen ist es wieder ganz sinnvoll, dass wir mit den Füßen mitmachen und mit und gegen die Füßen spielen, denn nichts anderes bedeutet On- und Off-Beat. Ja? Ich habe eine neue Tonfolge dafür, A, G, D und E, damit es nicht so langweilig wird. Und jetzt machen wir das mal nacheinander. Zunächst also On-Beat, immer schön mit dem Puls mitspielen. Ja, und nehmt das Gefühl in euch auf. Das ist ein Gefühl der Erdung, würde ich so mal beschreiben. Alles immer schön mit der Bewegung der Füße zusammen. Ja, so, und jetzt weiterlaufen und jetzt versuchen, den Punkt zu finden zwischen den beiden Beats oder zwischen den Beats überhaupt. Ja, und zwar also immer genau zwischen den Bewegungen der Füße. Zwischen den Beats. Dabei ist es auch viel einfacher, erstmal die Töne ganz kurz zu spielen. So wie ich das jetzt mache, aber es geht natürlich auch lang. Und das fällt aber den meisten etwas schwerer. Ich würde trotzdem versuchen, weil das natürlich euer rhythmisches Feeling auch stärkt. So, im Grunde genommen waren das jetzt mal ein paar Vorübungen zu dem Thema On- und Off-Beat. Und jetzt wollen wir die eigentlichen Übungen machen, die nämlich darin bestehen, dass On- und Off-Beat auch mal innerhalb einer Phrase wechseln können, was vielmehr eigentlich
der rhythmischen Praxis entspricht als nur Unbeat oder nur Offbeat. Dazu wollen wir in der ersten Übung einfach einmal abwechseln, einen Takt Onbeat und einen Takt Offbeat spielen. Zusätzlich als erschwerende Maßnahme sozusagen nehmen wir wieder den Drumtrack mit den Pausen, um halt auch auszuschließen, dass wir zum Beispiel beim Offbeat spielen schneller werden, was nämlich vielen am Anfang passiert. Ja, das ist ganz normal. Und um dieses gleich einfach auszuschließen, würde ich halt dieses Training empfehlen, sofort da mit diesen Tracks zu arbeiten. Also immer abwechseln. Ganz. Das war sauber. Schon, das Ganze hat einen richtig guten Trainingseffekt. Man verbessert tatsächlich sein Timing und sein Rhythmusgefühl. In der nächsten Übung habe ich jetzt sogar mal innerhalb des Taktes gewechselt zwischen On- und Offbeat. Die ersten beiden Töne sind Onbeat, die nächsten beiden sind beide Offbeat und das wiederholt sich in jedem Takt. Ich bin auch nicht immer ganz genau, aber ich versuche dann zu korrigieren. Okay. Also ganz wichtig, das ist natürlich ein Training. Ihr seht, ich bin auch nicht perfekt, aber ich schaffe es dann meistens in der zweiten Runde dann
genau zu sein. Also immer justieren, gucken, bin ich zu schnell geworden, war ich zu langsam. Ja, meistens ist es auch so, dass man in eine Richtung tendiert. Ja, also es gibt Leute, die werden grundsätzlich schneller und es gibt manchmal auch Leute, die langsamer werden. Und wenn du das für dich erkannt hast, dann kannst du entsprechend gegensteuern. Ja? Dann kannst du gucken, okay, mach langsam, immer mit ruhig Blut oder gib ein bisschen Gas. Ja? Und wenn du das so als Tendenz für dich erkannt hast, bist du gleich einen Schritt weiter, was dein Timing und dein Groove-Empfinden angeht. Im Blog habe ich noch viele weitere Übungen aufgelistet, die ihr quasi nach demselben Muster trainieren könnt. Wie gesagt, nehmt euch einen Teil dafür raus für eure täglichen Übungen und macht so eure 5 bis 10 Minuten, je nachdem, was ihr eingeplant habt. Ja? Und betreibt das über einen längeren Zeitraum. Ja? Also mal 4, 6, 8 Wochen. Und in der Zwischenzeit bekommt ihr dann von mir irgendwann auch wieder neue rhythmische Übungen, die ihr dann quasi austauscht. Ja? Dann, wenn ihr merkt, okay, das klappt jetzt ganz gut, dann widmen wir uns dem nächsten Thema und dann kommt das wieder oben in die Basics im Übungsplan und wird wieder für einen längeren Zeitraum Thema sein. Ja? Also ihr entscheidet letztendlich auch, wann ihr reif seid für den nächsten Step. Gut, ich freue mich, dass ihr heute wieder dabei wart. Ich hoffe, das Ganze hat euch ein paar Anregungen gegeben zum Üben und wir sehen uns in der nächsten Woche mit dem nächsten Thema für die Übungsplan Basics. Bis dahin wünsche ich viel Spaß beim Üben und macht's gut. Ciao.